So, hier sieht man dann wenigstens auch mal, dass das eine Fleißhofer Maniac ist. Da oben steht 9.2 drauf. Ich habe im Netz aber nur eine 9.3er Variante gefunden, offiziell. Fragt mich nicht. Das Ding ist so grottenalt. Ich bin ja froh, dass es fliegt, ne? Hier sieht man auch noch einen ganz fiesen Patch, den ich hier drauf klatschen musste. Der sah früher ganz schäbig aus. Aber das dürfte jetzt alles wieder seewassertauglich sein. Auch hier habe ich ja schon gezeigt, von beiden Seiten. So, dann schauen wir mal, ob es fliegt.